Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dragoness. So, ich habe einen kleinen Fehler gehabt in der letzten Folge. Und zwar ist mir da nämlich ein bisschen mein Spiel, mein Internet, etc. halt irgendwie gecrashed. Das wiederum hat zur Folge, dass ich den Dungeon nicht abschließen konnte. Ich habe den ja dort beendet, halt da wo, keine Ahnung, schaut einfach nur mal in die Playlist rein. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Und ja, das heißt, wir müssen den Dungeon so oder so nochmal machen. Aber ich habe ja gesagt, wir müssen ein paar Skills auf jeden Fall leveln. Das ist unumgänglich. Und wir müssen versuchen, erstmal nochmal die Kampagnen und die Story-Quests nochmal ein Stück voranzutreiben. Aber erstmal alles nach der Reihe. Erstmal die Story-Quest, da gehen wir mal hin. Um das, oh, lol, jetzt habe ich gut gefailt hier, weil man hier nicht weiterkommt. Ja, ich weiß nicht, was ist das hier eigentlich? Königliches Schatzlager? Also da, ja gut, ja, da kommen wir sowieso nicht von hier raus. Aber das kenne ich glaube ich auch noch nicht, oder? Keller, königliches Schatzlager. Haben wir da schon mal drin? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Bin mir aber nicht sicher. Naja, okay, gehen wir erstmal hier zu dem Ignacio, ne? Ja, welcome, ne? So, zack. Zack. Und bla bla bla. So. Ran. Yo. Zack. Und bla bla blub. Und hier und das und da überall. Und hast nicht gesehen. Okay, besiege. Ja, okay, das kriegen wir hin. Dann haben wir hier unten, hätten wir nochmal auf jeden Fall eine weitere Quest. Wir sind sogar fast Level 26 mittlerweile. Ah, bisschen ärgerlich, dass das jetzt hier mit den Questen nicht geklappt hat, weil sonst wäre ich jetzt 26 und ja, naja, was soll's. Es ist halt so, ne, wie es ist. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Und zack. Ich habe auch sowieso immer einen relativen Platzmangel. Sieht das hier mit der Truhe aus? Ist die wieder ready? Ne, er ist in der 32er Truhe erst. Hatten wir das überhaupt noch irgendwo gehabt, so einen Gutschein? Oder Moment. Also sind die ganzen Verbrauchsgüter, ne? Weihnachtskuchen und so weiter. Funktional. Achso, hier Lagererweiterung, Inventarerweiterung. Das ist doch cool. Okay. Haben wir noch irgendwo was? Nö, bisher nicht. Was ist das hier? Ein Farbenkoppel-Verwandlungstank. Hält für 3 Minuten. Naja, ist jetzt auch nicht besonders lange, ne? Bin in die richtige Richtung unterwegs, halbwegs. Joa, so ziemlich, ne? Klosterfarm, Öffnung der Farm könnte man jetzt machen. Kralestein gefällt mir. Naja, nee, machen wir nicht. Da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ah, okay. Das bedeutet, wir müssen erstmal ganz, ganz viel und lange laufen. Ja, wobei ich hätte jetzt auch natürlich einen Warp nehmen können, klar. Naja, egal. So, Aufgabe. Oh, die hat sogar 2. Das war halt vorher einfach noch nicht verfügbar, ne? Aber naja, okay. So. Gut, wir schauen mal, was wir denn jetzt hier so verbessern können. Also, wir haben anmutiger Tanz. Setzen wir einfach nochmal eins nach oben. Hier unten, das wird noch ein bisschen dauern. 27. So, bei der Kali hatten wir bisher den Zweifelstich und was hatten wir hier? Das beides hatten wir genommen, okay. Geisterwache, Superrüstung, okay. Das ist Level 35, dann haben wir noch Sinia und Ekstase. Monstergeist wird beschworen, der beschworene Monstergeist stärkt Verbündete oder schwächt Feinde innerhalb von 15 Metern. Okay, Geist Ghoul. Angriffsklasse aktiviert werden. Oder mittels. Ghoul Geist wird. Kann tanzt. Man kann mittels Angriffsklasse aktiviert werden. Effekt schwächt Gegner. Spezialangriff aktiviert werden. Okay. Angriffstaste. Alles klar. Was macht das hier? Ein Spezialangriff während Umkehrschritt löst einen dreifachen Trittwirbel aus. Okay. Da müsste man sich wahrscheinlich auch nochmal wirklich nochmal explizit halt auf jeden Fall nochmal mit den Skills auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen, denke ich persönlich. So, was hat man denn? Ach ja, genau, wir können jetzt hier nicht unbedingt noch irgendwie
krass viel skillen, oder? Das ist relativ auf der höchsten Stufe momentan. Na gut, Pirscher hätten wir hier noch. Dämmerungsjäger und so weiter und so fort. Okay. Gut, dann gehen wir mal nochmal zum Schmied. Verkaufen erstmal noch ein paar Sachen. Zack. So, Ramsch verkauft. Und dann haben wir jetzt ganz viele verschiedene andere Sachen. Das brauchen wir nicht. Wählenbeutel können wir auch erstmal nochmal mitverkaufen. Was ist das hier? Versteckte Beutel. Achso, ja, die kann ich eintauschen hier für diese Sterne, glaube ich, ne? Ich glaube, so war das gewesen. Festival Edelstein, keine Ahnung. Na gut, dann schmeiße ich das jetzt mal weg. Das hier wollte ich eigentlich dann mal öffnen, hier unten die Beutel, ja? Zum Kochen geeignet, kann man auch mal wegschmeißen. Ja gut, das kann man benutzen mal gleich. Keine Ahnung. Weil wir sind ja schon sehr stark auf Angriffskraft eigentlich ausgelegt, ne? Deswegen würde ich eigentlich auch Richtung Angriffskraft eigentlich auch bleiben wollen, muss ich sagen. Hier haben wir nochmal drei Weihnachtssterne. Hier die oktonalen Wasser, die können auch erstmal weg. Was haben wir noch? Himmelszitrone, joa, das können wir auch erstmal noch weg. Ornament haben wir zum Beispiel halt noch gar nichts. Hier diese ganzen Dinger können auch erstmal noch weg. Was haben wir hier unten noch? Die Achrate. Okay, und hier haben wir noch ein paar Tränke. Okay, zack. So, dann hatten wir, ich glaube hier war der Klüvengelehrte, genau, hier konnte man schön ein bisschen was entfernen wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Aber das geht auch so, da brauche ich nicht mal einen Klüvenmeister, okay. Es gibt das Intelligence, ne? Naja, gut, besser halt als nichts, ne? Es gibt das. Magieverteidigung, naja, ist halt auch erstmal besser als nix. Kostet ja auch nicht ganz so krass viel. Gut, auf der anderen Seite halt, ne? Fertigkeitsglühwe. Naja, okay, so, gelbe Beutel, das können wir jetzt mal aufmachen, hier das ganze Zeugs noch. Zack. Hat, glaube ich, noch ein paar Ringe gehabt, die zumindest ein bisschen mehr hatten. Moment. Also, den kann man ja mal rauswerfen noch. Aber ja, dann schlechter gewesen. Wir gucken uns einfach mal den... Ja. Immer diese unterschiedlichen Slots für Inventare. Beziehungsweise für den Ball, bei Charakter. Ganz schön nervig auf jeden Fall. So, wir haben hier zwei Ringe. Einmal den hier und einmal den hier. Das können wir auf jeden Fall schon mal austauschen. Damit haben wir zumindest mal wieder ein bisschen was an besseren Stats. Hatten wir ja auf jeden Fall noch die Ohrringe, die man auch nur einmal zu benutzen. Können wir hier auch nur einmal benutzen. Okay, dann hatten wir hier noch drei gelbe Beutel. Gucken wir mal. Na gut, ist auch keine Ahnung, was das hat, einen geringfügigen Goldwert. Jetzt haben wir nochmal 20 Oktanale Wasser insgesamt bekommen. Naja, okay, zählt ja nichts. Das bedeutet, wir versuchen jetzt mal, dass wir bei den Glyphen vielleicht noch was hinbekommen. Oder? Lohnt sich das? Das ist die andere Frage. Gucken mal ins Auktionshaus. Mal schauen. Bis. Ja gut, 30. Machen wir einfach mal 30. Baha-Fächer. Jo, das sieht doch gut aus eigentlich, oder? Das sieht doch gut aus. Jo, so richtig ist das ja eigentlich nicht so. Das Dingens. So, wir gucken mal. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu überteuert. Hat gekauft. Bis 30. 24. Was ist passiert eigentlich, wenn ich das bis 35 mache? Ich würde jetzt mal interessieren, wann die... Bis 35 geht gar nichts. Ab 40 ist das gute Equipment oder was dann vorhanden. Ah, Mantikoren ist... Ah ja. Okay, aber das haben wir halt noch nicht. Das muss man halt auch so sagen. Okay, das heißt, wir können jetzt nur noch den Filter bis 30 einstellen. Und hier meinetwegen hier einfach mal...
Komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Wobei, das hätte ich hier auch kaufen können. Wäre vielleicht auch günstiger gewesen. Schade eigentlich. Egal. So, ich denke, diese zwei Teile dürften zumindest erstmal reichen, damit wir hatten ja, wie gesagt, bei Schwerbau kleinere Probleme gehabt. Das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Das heißt, handeln, reparieren. Nee, ich wollte das ja aufwerten, genau. Lol. Ja, alles ein bisschen kompliziert. Moment. Was? Ah, das ist ja... Leck mich. Also, das heißt, ich muss das erstmal das Siegel brechen dazu. Dann hier nochmal das Siegel brechen. Und genau dann jetzt wieder anklicken. Und handeln, reparieren. Gegenstand aufwerten. Zack. So, plus 1. Na, haben wir davon halt irgendwie auch nicht. Und die sind ganz schön teuer. Lol. Oh, das ist ja echt teuer. Nee, dann lassen wir das halt erstmal. Sicher ist sicher. Oder beziehungsweise teuer ist teuer. Sagen wir es mal so. Die hier ging ja nicht irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Der hatte etwas mehr Intelligence, ne? Minimale Intelligence, Mehrwerte. Na, nee. Okay. So, zack. Ja, das war auf jeden Fall mal eine etwas langweiligere Folge wahrscheinlich für euch. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Es gehört halt auch mal mit dazu. Und ja, nehmt es mir nicht übel. Lasst trotzdem ein nettes Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.